mach mal aus dem da einen blauen. Und bau mal zwei blaue. Und einen roten für so einen Außenboss. Oder für unten die Entladestation bei den Zügen. Ja, komm, einen gönnen wir uns mal. Bauen wir den da. So, befüll, befüll, befüll. Schön, schön. So, es ist gerade morgen geworden. Wir sind bei 3,4 Gigajoule. Wir waren wahrscheinlich zwischendurch auf 2,5 oder so runter. Also, ne, ist noch nicht so wirklich sicher, was ich hier tue. Wenn ein massiver Angriff kommen würde, genau zu dem Zeitpunkt, wo es am dunkelsten ist, oder kurz vor dem Zeitpunkt, wo es wieder hell wird und die Solaranlagen anspringen, hätten wir wahrscheinlich ein Problem. Deswegen immer schön alle 2-3 Folgen hier erweitern. Und es fehlen. Ja, das ist okay. So, ich sollte jetzt wieder hochhuschen. Oh ne, erstmal Roboter freilassen. So. Sollte jetzt wieder hochhuschen zu Eisen 4. Gucken, wie schnell sich da die Minen leeren. Und schon mal einen Weg vorbereiten nach weiter oben. Also da hoch, darum zu dem Kupferfeld. Und ich muss hier wahrscheinlich sehr viel töten, damit uns nichts in die Quere kommt. Ah, das wird noch eine Weile dauern hier. Ja. Mist. Ja, die drehen alle nur Däumchen. Okay, warte. Habe ich noch Bauroboter? Hier, Bauroboter rein. Tu Repair-Pack-Dinger rein. Warte. Chock. Zack, 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 zack. Ja, sehr schön. Gut. Ja, töten. Und einsammeln. Also der Zug geht. Ich könnte ihn auch hier schon vorher einen Knick machen lassen, oder? Also erstmal, was ist mit dem Kupferfeld? Das Kupferfeld könnte ich mitnehmen, das hatte ich mir glaube ich schon mal angeguckt. Das waren auch über 100.000. Da werde ich nicht eine extra neue Basis machen, sondern ich werde einfach die Türme hier hinsetzen, hier noch einen Roboport zwischenklatschen und dann ist gut. Also. So irgendwie. So, dann hier Türme hinbappen und gut ist. So, hier von hier unten ein paar. Haut die da noch mit hin, dann haben wir da 10 von den Türmen, das sollte auch hinhauen. Dann kommt hier ein Roboport zwischen. So, und das war's schon. Dann da noch ein Drill hin, eine Kiste und go, go. Aber erstmal mache ich das hier weg. Oder lasse ich das hier leer machen, weil sonst der Zug kommt eh nicht hinterher. Wir bräuchten eigentlich einen Zug mit mehr Kapazität. Es gab zwar Forschung bei den Zügen, aber das waren nur Armut-Cargo. Und die hatten, glaube ich, weniger Platz. Das ist sehr doof. In der letzten Ditec-Version gab es dann noch ein Upgrade hiervon. Und das hat dafür gesorgt, dass man schnellere Züge bekommen hat. Die sind momentan aber noch nicht drin und hatten ebenfalls weniger Platz. Also, das heißt, wir bräuchten halt einen dritten oder vierten Wagen hinten dran. Muss ich gucken. Aber ja, führt wahrscheinlich keiner einen Weg dran vorbei. Trotzdem lasse ich die Türme erstmal hier. Ich kann ja so eine kleine Mauer für die Türme machen. So. Einfach nur erstmal zum Schutz. Ja. So, dann töten. Das ist also unser erster Außenposten. Dann gehen wir bis hier hoch, machen hier einen Knick und gehen nach links rum, damit wir möglichst wenig Kurven haben. Ich sollte also dieses Riesenmonster-Ding da oben zerstören. Das hier. Ah, das ist problematisch. Und hier ist was Neues und da ist auch was und boah. Okay, gehen wir das Ganze Schritt für Schritt an. Erstmal den hier. Zweite Basis getriggert.
fast alles Spawner gekillt. Ganz viele Spucker. Viel zu viele Spucker. Mhm. So, Spawner kaputt. Erstmal aufräumen. Boah, da ist die Könige. Okay, Planänderung. Planänderung. Lauf runter zu der unteren. Hier. Haben wir noch mehr? Komm her. Seid ihr, Feiglinge. Lasst euch nicht vom Wald aufhalten. Kommt mit. ...47 Magazin inzwischen. Sehr schön. Piu, 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 piu. Ja. Blut für den Blutgott. Oh. Oh. Sind ein paar. Schön die Spucker töten, schön die Spucker töten. Boah, viel mehr Schild, da fällt mir gerade auf. Königin, ja. So, das war Basis Nummer 1. Ich soll die Artefakte auch mitnehmen. So, Basis Nummer 2. Ist verbunden mit Basis Nummer 3. Okay. Da habe ich jetzt nicht so viele Spawner gekillt in einem Schwung. Da sollte keiner von denen rankommen, aber die Könige und Königinnen. Ah, doch, die Masse macht's. Kommen sogar ziemlich gut ran. Hat sogar einen Turmschaden bekommen. Kommt her. Helfen. Meine Schilde, das geht gar nicht. Bau. 4 von den Schilden. Da unten schießt sie jetzt auch noch mit. Sehr geil. Heck. So. Ein bisschen hier rumlaufen, um die ganzen grünen Leichen einzusammeln. Königin. So. Ja. Was sind das viele? Spawner müssen weg, Spawner müssen weg. Würmer und Spawner müssen. Oh oh. Ja, ja, ja. Nicht in die nächste Gruppe. Nicht in die nächste Gruppe. Nee, Mist. Hat noch ein ganz kleines bisschen Leben. Ah, ist haarig. Oh ja, je besser, also je früher, desto besser. Weil die Dinger werden ja immer größer mit der Zeit, wenn ich es richtig verstanden habe. Was für eine Welle. Hey, von euch. Matsch. Sapsch. Spucker. Die Schilde sind schon fertig. Einer. Was? Das Schild. Wo bist du? Ah, gleich. Pusch.
auf 40 Magazine runter. Da, ein Schild. Bap, ein Schild. Dahin. Das wird ewig dauern. Könnte ich wahrscheinlich auch automatisieren, aber... Was wie viele Ressourcen das schlucken wird. So, den einen Spawner weg. Den nächsten Spawner weg. Den nächsten Spawner weg. Den nächsten Spawner weg. So, das war schon wesentlich besser. Stehen nur noch drei Stück oder so. Dann muss ich auch nicht wirklich zurück zu den Türmen laufen. Das machen wir so. Kaputt, 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 kaputt. Schilder ringen. Ist da eine neue Basis? Ne, ist die alte. Ich dachte schon. Kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. So, Schild ist voll. Runter. Oh, alle Spawner sind kaputt. Geht jetzt nur noch darum, die Viecher zu töten. Und dann ist hier auch erstmal Ruhe. Und ich glaube, die andere Basis nehme ich mir in ein paar Folgen vor. Nicht jetzt. Es wird schon wieder zu viel Piu-Piu. Auch wenn es notwendig ist. Ist hier unten soweit alles okay? Ja, alles Eisen ist schon eingelagert. Dann mach mal so. Dann passt das vielleicht. Kommt ihr noch? Ja. Sehr gut. Oh, nächster Schild ist fertig. Nach 5 Minuten. Was macht ihr schon? Gott. Ich sollte unbedingt die Artefakte nach Hause bringen. Hier sind noch ein paar. Ja, 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 ja. Nee, langsam, Königin. Die Artefakte nach Hause bringen, weil sonst kann ich die Turret Damage Geschichte nicht fertig machen. Und das werde ich auf jeden Fall weiter erforschen. Das scheint momentan mit das Wichtigste zu sein. Damit ich wirklich später, wenn ich einen Außenposten aufbaue, einfach eine Handvoll Türme dahin klatsch und weiß, nichts, aber auch wirklich gar nichts wird da jemals ankommen. Da muss ich mir auch um gar keine Mauern Gedanken machen, um nichts. So. Genug getötet. Ab nach Hause, Artefakte abliefern. Gucken, wie es jetzt um die Kupfererzressourcen aussieht. Aber es wird immer noch okay sein, denke ich. Wahrscheinlich werden sogar die Kupferplatten jetzt auf 100.000 hoch sein. Was irre geil ist. Hatte ich mir zwar vorgenommen, aber ich habe dann nicht gedacht, dass ich das so schnell verwirklichen kann. Dass wir immer einen Puffer von 100.000 jeweils haben. Macht das Ganze schon mal wesentlich angenehmer. So, Strom. Ist okay. Fuel Blocks würde ich gerne mal gucken. Ja, gib's her, ist okay. So. Fuel Blocks sind 35.000. Wie könnt ihr mehr werden? Also wahrscheinlich, weil es aus irgendwelchen Kisten ausgelagert wurde, ja. Okay. Dauert wohl noch eine Weile, bis das alles weg ist. So, da alles voll mit Kisten. Ja, Leichen. Tu Leichen einfach mal mit hier rein. Brauchen wir nicht. Schilde brauchen wir auf jeden Fall. Bibib, bibib. So. Ressourcen. Na, nicht ganz 100.000 Kupferplatten. Kupfererz ist auf 86.000 runter, hält sich aber immer noch. Eisenerz ist auf 200.000 hoch. Ah, das ist ein sehr schöner Puffer. Aber genau so muss das sein. Schön. Das Schild breche ich mal ab. Sortiere weiter meinen Krimskrams hier aus. So, so. So. Vorbereitung für die nächste Kupferbasis. Ja, nein, vielleicht. Eisen 3. Stimmt. Da habe ich auch lange nicht hingeguckt.
Könnte inzwischen auch schon fast alle sein, aber nee. Ich sehe da beladene Waggons. Ist halt nur ein 6er-Drill, ja? Jo. Hat aber auch wesentlich mehr Ressourcen hier. Ja, immer noch 500.000. Das ist krass. Und, oh, ich habe vergessen, die Beacons hinzusetzen. Ja, das könnte natürlich erklären, warum wir hier nicht ganz so viel Ausbeute haben. Hm? So, wie schnell bist du? Mining Speed 15, Mining Power 16. 15, 16, Speed plus 240. Es gab in den Kommentaren Diskussionen darüber, ob das Ding jetzt wirklich schneller ist, ja oder nein. Man sieht es optisch. Es ist definitiv schneller, als es vorher war. Und auch hier sieht man eine Steigerung. Leider nicht bei den Werten, aber ne, ist trotzdem ein guter Anfang. Trotzdem bist du bei weitem nicht schnell genug. Tut mir leid. Ich klau dir mal das Tungsten und das andere Gedöns. So, tu das irgendwo hier rein. Damit ein bisschen mehr sinnvolles Zeug kommt. Boah, die Kisten fühlen sich bei weitem nicht so schnell, wie sie müssten. Ich denke allerdings nicht, dass ich das ändern werde. Momentan. Also ja, vielleicht ein hier noch hin irgendwo. Aber nicht so wie bei den Kupferdingern, dass ich da jetzt alles von Hand setzen wollte. Das war nicht der Plan von dieser Basis. Es wird nicht reichen, um alleine alle Eisenplatten zu versorgen von unserer Basis, aber ne, wir haben jetzt einen Puffer von 200.000. Das ist okay. Das ist okay. Also, Eisen 3, keine Gedanken drum machen. Lieber Eisen 4, möglichst schnell leer machen. Kupfer 3,5. Dann hier nehmen und dann die Bahnstrecke weiter sichern. Oh genau, die Alien-Artefakte abliefern. Schmeiß bitte da rein und baue jetzt mein Schild weiter und ja, nee, sonst erstmal nichts. Also, nächste Folge Kupfer 3,5.